Ja, herzlich willkommen zu einer neuen virtuellen Mathematikstunde. Heute zum Thema, wie man schon sieht, Integralrechnung. Und die Integralrechnung ist ja eines der drei großen Themengebiete der Analysis. Und wie so eine Aufgabe ausschaut und wie ihr mit der umgeht, das lernt ihr hier jetzt. Dazu möchte ich euch ganz herzlich heute einladen. So, wie sieht das aus? Sieht wie folgt aus. Wir haben also hier eine Aufgabenstellung, ich habe eine Funktion gegeben und ich möchte zeigen, dass das Integral über die Funktion den angegebenen Wert besitzt. So, jetzt ist die Frage, wie gehe ich vor? Und das beantwortet jetzt unser Strategieplan. Als erstes brauchen wir mal die Stammfunktion. Ich kann das Integral nur auswerten, wenn ich die Stammfunktion habe. Um die Stammfunktion zu ermitteln, brauche ich Integrationsregeln. Hier brauche ich zwei. Nämlich einmal die für die Potenzfunktion, die steht hier, das ist die sogenannte x hoch n Regel. Und zum anderen brauche ich für den letzten Summanden noch die sogenannte Logarithmusregel, weil ich da einen Bruch vorliegen habe, wo unten eine Funktion steht und drüber die Ableitung. Und so ein Integral kann man über den Logarithmus naturalis, also den ln, lösen. Dann, wenn ich das habe, dann werte ich die Stammfunktion aus, nämlich dadurch kann ich das Integral auswerten, wenn ich die Grenzen 0 und 4,5 in die Stammfunktion einsetze und den Funktionswert der Stammfunktion von der oberen Grenze minus den Funktionswert der Stammfunktion von der unteren Grenze berechne. Also ich bilde die Differenz. Ja, dann kriege ich einen Term in dem Fall raus und den Term forme ich jetzt halt algebraisch so lange um, bis er dem Term entspricht, der oben gegeben war. So, und jetzt setzen wir diesen Plan um. Es sieht also jetzt so aus, ich schreibe erstmal das Integral an. Jetzt, wie gesagt, habe ich schon eine Umstellung gemacht, nämlich ich ziehe hier den Achter, der vorher im Zähler war, den ziehe ich jetzt vor das Integral, das darf ich ja machen, vor den Bruch, das darf ich ja machen. Und jetzt sehe ich, wenn ich x plus 2 ableite, ja, dann die plus 2 fällt ja als additive Konstante weg, dann habe ich hier nur noch x abzuleiten und das ist 1. Das heißt, oben steht die Ableitung von dem unteren Term. Und deswegen kann ich das dann über den ln integrieren, so wie es die Regel vorher gesagt hat. Sieht dann so aus. Hier übrigens wende ich dann die Potenzregel an, einmal für n gleich 1, ja, und einmal für n gleich 0, weil wenn kein x dasteht, dann ist es 1 und 1 ist ja x hoch 0. So, dann kann ich das also jetzt umsetzen und jetzt sehe ich schon, das 1,5 bleibt stehen. Nach der hoch n Regel ist jetzt also der erste Summand integriert x Quadrat durch 4. Warum? Ich kriege für n gleich 1, dann sagt die Regel, x hoch 1 integriert ist n plus 1, also x hoch 1 plus 1 ist x Quadrat geteilt durch n plus 1 und ich setze wieder 1 ein, also 1 plus 1 ist 2. Und jetzt habe ich aber davor schon 1,5 stehen, 1,5 mal 1,5 ist 1/4. Deswegen kommt der x Quadrat Viertel raus. Dann integriere ich das nächste, das ist 1,5, ja, das ist 1,5 x hoch 0. Ja, und jetzt, wenn ich für n 0 einsetze, dann kriege ich 1,5 x hoch 1 durch 1 oder 1,5 x. Und das hintere haben wir ja schon gesehen, das integriere ich dadurch, den Achter schreibe ich vor die eigentliche Stammfunktion hin. Und jetzt ist praktisch diese Funktion integriert, der ln von dem Nennerterm. Weil ich aber nicht weiß, ob der Nenner positiv oder negativ ist und wir ja wissen, dass der ln nur von positiven Zahlen gezogen werden kann, muss ich da jetzt einen Betrag setzen, ja? Weil dann ziehe ich mich praktisch ganz geschickt aus der aus der Affäre, dass nämlich der Betrag das Vorzeichen ja gerade kaputt macht, also ich auf das Vorzeichen keine Rücksicht nehmen muss. Gut, so, jetzt wenn wir das haben, dann muss ich jetzt eben noch für x 4,5 einsetzen, die obere Grenze, rechne dann diesen Funktionswert, der in der Klammer steht, aus und dann ziehe ich den Funktionswert an der Stelle 0 ab. Das sieht dann wie folgt aus. So, das kriege ich also dann hier hin. Da sehe ich also jetzt erst einmal, dass also hier das eingesetzt rauskommt.
Dann kann ich den Term zusammenfassen. Ja, ich kann die Zahlen zusammenfassen. Da kommen dann schon mal 2,8125 raus. Das ist schon mal gut. Und bei den hinteren beiden kann ich den Achter ausklammern. Also kriege ich 8 mal, Klammer auf, ln von 6,5 minus ln 2, Klammer zu. Jetzt kann ich die Rechenregel vom Logarithmus anwenden. Ich weiß, ich kann die zwei Logarithmen, wenn die voneinander abgezogen werden, kann ich das als einen Logarithmus vom Bruch schreiben, nämlich vom Bruch von Minuenden, der im Zähler steht, geteilt durch den Subtrahenten, der dann im Nenner steht. Also kriege ich ln 6,5 durch 2. Und ln 6,5 durch 2 ist 3,25. So, und damit steht jetzt genau der Term da, den ich von vorher gehabt habe. Also, damit habe ich also gezeigt, dass dieses Integral wirklich den Wert hat, den ich haben wollte. Also haben wir unseren Beweis erfolgreich geführt. Jetzt kann man die Aufgabe noch ein bisschen weitermachen. Und zwar, ich kann jetzt sagen, ich möchte mit diesem bekannten Integralwert eine Fläche ausrechnen, die der Graph mit den Geraden x gleich minus 4 und x gleich minus 8,5 im dritten Quadranten einschließt. Ja, und wie das geht, dazu macht man sich wieder einen Lösungsplan und dazu schauen wir uns das natürlich am Graphen an. So, ich habe jetzt hier als erstes mal das bekannte Integral, das ich ja gerade berechnet habe, das habe ich hier jetzt veranschaulicht als Fläche, ja, weil das Integral ist ja immer eine Flächenbilanz und nachdem ich hier keine Nullstelle habe, ist es praktisch die Fläche unter dem Graphen zwischen 0 und 4,5. So, dann kann ich praktisch die neuen Integrationsgrenzen einzeichnen. Dann zeichne ich also die Geraden x gleich minus 4 und x gleich minus 8,5 ein. Das ist hier blau auf dieser Seite gezeichnet, sind diese zwei senkrechten Strecken. Und jetzt markiere ich innerhalb dieser beiden Strecken die Fläche von oben. Ja, das ist jetzt hier blau markiert. Das heißt, die beiden Flächen sind gleich groß. Ja. Und jetzt sehe ich, mir fehlt eigentlich nur noch dieses Rechteck hier oben. Ja. Und nachdem mir nur noch das Rechteck da oben dazu fehlt, kann ich praktisch jetzt den rechnerischen Ansatz machen, dass ich die Fläche so ausrechne. Ich rechne praktisch die Fläche von dem Integral, die habe ich ja, und zu der addiere ich einfach die Fläche von diesem Rechteck. Und die kriege ich ja einfach raus. Ich nehme Länge mal Breite. Gut, gesagt, getan, sieht dann also so aus. Ich kriege also das Integral von minus 8,5 bis 4. Und das ist gleich das Integral von 0 bis 4,5 über die Funktion plus diese Rechtecksfläche, die also hier oben noch dazu kommt. Und warum schreibe ich hier vorne ursprünglich ein Minus? Ganz einfach, wir sind unterhalb der x-Achse, deswegen hat das Integral einen negativen Wert. Und um diesen negativen Wert dann praktisch in eine Fläche zu verwandeln, die ja immer positiv ist, nehme ich den Integralwert mal minus 1 und deswegen schreibe ich über das ursprüngliche Integral eine Minuszahl davor. Und jetzt kann ich das einsetzen. Ja? Also jetzt setze ich meine Daten ein. Ich kann den Term für das Integral einsetzen, den weiß ich, das ist dieses 2,8125 plus 8 mal ln 3,25. Und dazu kommt jetzt noch das Rechteck 4,5 mal 2,5. Und das Ganze ist in Flächeneinheiten, sollte man dahinter schreiben. Und jetzt kann ich das mit dem Taschenrechner näherungsweise berechnen. Dann ist die Fläche 23,5 Flächeneinheiten. Ja, und das wäre es auch schon wieder gewesen. Heute also zum Thema Integral. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich hoffe, dass es für euch informativ war. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder in meinen Kanal einschaltet. Bis dahin wünsche ich alles Gute.